Werkstatt-Vlog. Und ich möchte euch heute den aktuellen Stand meiner Werkstatt mitteilen. Ich habe so eine kleine Selfie-Kamera. Ich hoffe, die Qualität ist für euch okay und ihr könnt mir folgen. Ja, was euch alles heute erwartet, seid gespannt und schaut euch das Video bis zum Ende an. Es wird nämlich interessant. So, ich werde euch mal jetzt die letzten Geschehnisse, was hier so alles in der Werkstatt passiert ist, unten verlinken. Also der Boden kam neu, die Beleuchtung habe ich selber eingebaut, darüber gab es einen Experten-Talk, die Wände habe ich gezogen. Da gab es, ja, ich war recht unsicher, ob das meine Farbe ist. Man muss aber bedenken, dass da noch ganz, ganz viel Werkzeug rankommt. Logo, Beleuchtung und so weiter und so fort. Der Boden ist auch dunkel, bis auf diese Ecke hier. Ja, also, wenn ihr das alles noch nicht wisst, schaut euch die Videos an, die werde ich unten mal verlinken. Genau. Ja, und heute geht es darum, so ein bisschen Platz zu machen. Ich will ein Aquarium verkleben, darüber gab es auch ein Video. Vielleicht, ja, okay, es wird jetzt schon geschehen, ich werde das heute verkleben. So sieht das Ganze aus. Ich will ein Tischaquarium bauen. Ja, und ich habe auch gerade Reifen gewechselt hier, habe den Boden mal getestet. Also, wenn du, ja, am besten folgt ihr uns auf Instagram, ne? Link findest du unten oder einfach gucken unter MR Handwerk. Da findest du uns auf Instagram. Ja, und da teile ich das natürlich dann immer live mit oder 1:1. Denn jetzt geht es eigentlich darum, ja, ich habe mir gesagt, ich drehe heute mal den Werkstattvlog ab, baue dieses schöne Baugerüst ab, was ich nächstes Jahr im Frühjahr wieder aufbaue, aber ich brauche jetzt den Platz, weil es jetzt so langsam daran geht, meine Werkstatt aufzubauen. Also ich brauche Platz. Ich habe jetzt hier so viel Werkzeug überall rumliegen in jeder Ecke und ich muss jetzt mir meine Werkstattschränke aufbauen oder selber bauen. Ich weiß es noch nicht so genau und damit ich einfach was verstauen kann. So, und jetzt bin ich nämlich gerade dabei im Lager. Also hier ist auch eine Wand gekommen, Studioline. Dazu gibt es auch ein Video dann. Und das Lager, das werde ich dann abtrennen mit einer Schiebetür. Ich habe mich aber so entschieden, ich wollte anfangs, habe ich mir gedacht, dass ich hier die Hälfte, dass ich das als Tür mache und dann rüberschiebe. Aber hier ist Steffi ihre Seite. Und das wäre natürlich nicht so gut, weil dann kannst du hier nichts dran machen. Dann Bildern, an Blumen, an Regalen. Nein, kleiner Scherz, aber du kannst ja einfach nichts anbringen, ne? An Regalen, wo Werkzeug drin ist oder so für sie. Und deswegen werde ich das hier nochmal unterteilen. Und dann gibt es dann hier eine ganz, ganz kleine Schiebetür. Diese Ecke hier, da kommt ein Kompressor hin. Und ich möchte hier, wo das Tor ist, möchte ich so eine kleine Schrauberecke machen. Das heißt, hier Holzseite, auf der linken. Sorry, dass ich heute ein bisschen rumschwenke. Hier wird die Holzseite sein. Und hier wird irgendwie so die Schrauberecke sein, vorm Rolltor, dass ich mal hier einen Roller reinziehen kann oder ja, reinfahren kann. Ein Motorrad, ein Auto oder. Und dann kommen hier vielleicht Metallschränke hin oder sowas. Es gibt da ganz, ganz tolle Sachen für die Garage und so. Und da möchte ich halt einfach nur so Autoprodukte haben, ne? Wie eine Poliermaschine. Solche Sachen halt, Autozubehörmaterialien, Polier, Pflegematerialien, sowas halt, ne? Und dann wird nämlich dieses Lager hier auch ein bisschen leerer, weil da hinten liegen Ladegeräte rum, eine Autobatterie und. Das kann alles dann da rein. Und man muss sagen, nicht bitte erschrecken, hier steht alles voll mit Werkzeug. Und ja. Und der Umzug ist noch nicht geschehen. Ne? Ich habe nämlich, was jetzt hier liegt, ich habe ja das Ganze noch mal zweimal ungefähr. Und deswegen muss ich hier erstmal für Ordnung schaffen. Und die Werkstatt drüben, also die Halle da, Schränke aufbauen. Ne? Genau, und ich bin jetzt nämlich gerade hier das Gerüst am Abbauen. Das kommt nämlich dahin. Dann habe ich gerade noch Winterreifen gewechselt. Ja, ist halt viel los. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich liebe es. Ne? Ich liebe es, wenn man Stück für Stück sieht, dass es vorangeht. Und ja, ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr Bock habt auf so einen Werkstattvlog und ihr habt ja gesagt.
Und weil so ein, zwei Kommentare kamen wie, hey, jetzt gibt es nur noch Werbevideos. Ja, und deswegen haue ich mal so einen Blog raus, damit ihr mal seht, es geht weiter. Aber manchmal kann man einfach, also ich mache dann gerne ein Werbevideo oder es sind eigentlich gar keine Werbevideos, wenn ich mal kurz einen Hersteller erwähne. Finde ich jetzt, ne? Es ist ein Placement, aber kein Werbevideo, weil da geht es ja nicht ganz Zeit darum, um das Video. Beispielsweise jetzt Aquariumbau. Da habe ich kurz erwähnt, dass es Plattenzuschnitt 24 gibt, wo ich meine Platten herkriege, ne, mit einem Rabattcode. Ich finde es eigentlich ganz, ich würde mich freuen, also ich finde es okay. Kannst du mir deine Meinung mal mitteilen, wie du es findest? Ja, und da gab es halt, ja, jetzt sind immer nur Werbevideos und so weiter und so fort. Ist ja gar nicht so, ne? Und ja, klar, wenn ich mir eine Werkstatt aufbaue und ich kriege einen Boden gesponsort, dass der Hersteller sich dann wünscht oder der Vertrieb, dass ich ein Video mache. Ja, dann mache ich natürlich gerne eins. Das würde wahrscheinlich jeder von euch machen. Genau, und ja, dann ist es einfach so, ne? Aber ich finde, die Leute, die mir folgen, die folgen mir ja auch, weil sie sehen wollen, wie alles hier gestaltet wird und daran teilhaben wollen. Und ich versuche euch auch immer so gut wie es geht mit einzubeziehen. Und ja, gut. Naja, und ich wollte halt jetzt nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache nur Werbevideos. Das ist nämlich nicht so der Fall. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie der Stand der Dinge so ist, ne? Genau. Ja, und dann habe ich auch dieses kleine Büro, was ich anfangs eigentlich nur als Lager nutzen wollte, aber es hat sich einfach so ergeben. Ja, oh nein, Akku ist gleich leer. Akku ist gleich leer, Mist, Mist. Es hat sich einfach so ergeben. Ja, ich habe dann hier angefangen, ne? Also Küche, Teeküche hat sich Steffi gewünscht und ich bin damit draufgesprungen aufs Brett und finde es natürlich ganz toll. Hab deine Kernbohrung gemacht, Wasser verlegt, Abwasser verlegt, ne? Kommt ein Durchlauferhitzer rein, gibt es alles Videos dazu. Ja, und dann habe ich den Boden weggenommen, weil es hier immer so modrig gerochen hat und da waren 4 Lagen PVC mit Schimmel drunter und ach du Heiliger. Und dann habe ich jetzt kurzerhand gesagt, komm, ich fließe es. Zack. Und darüber gibt es dann auch ein Video, eine Tür eingebaut, ne? Dann haben wir hier ein Fenster stehen. Darüber gibt es auch ein Video. Also es werden dieses Jahr noch richtig, richtig viele Videos kommen und hier habe ich eine Standheizung drinne, wird natürlich ordentlich Strom fressen, aber gut, ich brauche auch irgendwo einen Raum, wo ich mich mal kurz aufwärmen kann. Ja, und manchmal wartet man halt auf Materialien vom Hersteller und deswegen, ja, gibt es manchmal kein Video, manchmal gibt es mehrere. Ich versuche das so ein bisschen, ich versuche immer, ja, dass ihr jede Woche ungefähr ein Video bekommt, ne? Manchmal gibt es dann auch ein paar mehr. Genau, und heute war so ein kleiner Werkstattvlog angesagt, damit ihr mal den Stand seht. Und ja, für diejenigen, die wirklich up to date immer sein wollen, einfach auf Instagram folgen und guckt ihr die Stories an, guckt ihr die Beiträge an. Da mache ich versuche immer regelmäßig da Stories hochzuladen. Zum Beispiel heute habe ich welche gemacht. Genau, und ja, so sieht es hier aus. Also, ich werde jetzt noch weiter aufräumen. Oh, hier ist so schön warm, ich will gar nicht rausgehen. Aber hier ist auch okay, ne? Ich will mich nicht beschweren. Ja, und ich warte jetzt heute noch auf eine Lieferung, denn eine zweite, also wir haben 12 Grad hier, eine zweite PV-Anlage wird kommen, aber mit Akku. Finde ich ganz, ganz toll, wenn 2 Videos werden. Habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache, aber ich habe mich dafür entschieden. Also es ist ein Werbevideo dann, ja. Ich habe mich aber dafür entschieden, weil es für die Werkstatt ist und anscheinend ein sehr, sehr gutes Produkt, weil schon viele YouTuber davon berichtet haben. Und auch recht erschwinglich und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich das auch machen werde und das dann im Frühjahr dann hier auf dem Dach hier anbringe. Aber vorher gibt es halt 2 Erklärvideos bzw. Auspackvideos. Genau. Und jetzt kommt, glaube ich, eine Lieferung. Richtig. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Lasst einen Kommi da, lasst einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, alle Infos, also Videos, ne, findest du unten zu der Werkstatt hier. Und wichtig, vielleicht auf Instagram folgen, wenn du Bock hast, beziehungsweise auf Facebook. Ich muss jetzt raus. Ich wünsche euch was. Ciao. Ich mach mal so.